auch der DSDS Recall sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Ein Grund dafür ist unter anderem Kandidatin Katharina Eisenblut. Es scheint, als stünde die aktuelle DSDS-Staffel unter keinem guten Stern. Neben dem Eklat um Ex-DSDS-Juror Michael Wendler sorgt auch so manch eine Juryentscheidung für Kopfschütteln bei den Zuschauern, weil Kandidaten wie Claudia Haas oder Shada Ali trotz offensichtlich fehlendem Gesangstalent in den Recall geschickt wurden, ernteten Dieter Bohlen einen heftigen Shitstorm. Doch auch eine DSDS-Kandidatin, die sehr wohl singen kann, bringt derzeit viele Fans auf die Palme. Katharina Eisenblut. Schon während des Castings berichtete die leidenschaftliche Sängerin der Jury von ihrer Lebensgeschichte und zog damit damals prompt den Unmut von Jurorin Maite Kelly. Aber auch mit ihren KonkurrentInnen scheint sich die DSDS-Kandidatin nicht sonderlich gut zu verstehen. Im Gegenteil, im Kampf um einen der letzten Plätze für den Recall auf Mykonos arbeitete Katharina lieber allein, statt auf Teamwork zu setzen. Während ihre Gruppe, bestehend aus Lara, Olga und Josebina, also zu dritt probte, machte Katharina Eisenblut lieber ihr eigenes Ding. Die Quittung folgte prompt, denn die Performance endete in einem Desaster. Obwohl Katharina die Jury trotzdem überzeugte, das Lob fiel allerdings sparsam aus. Du hast nur gestrahlt, weil die anderen so schlecht waren, stellte Maite Kelly und auch Pop-Titan Dieter Bohlen zeigte sich genervt von Katharina. Schon vor dem Auftritt erklärte er, du quatschst, ihr habt 2,5 Minuten, da müsst ihr performen. Wenn du es jetzt nicht gleich schaffst, kannst du nach Hause. Doch damit nicht genug, denn auch bei den DSDS-Fans scheint Katharina Eisenblut nicht gerade beliebt. Im Netz hagelt es viel Kritik für die Sängerin. Oha! Am Ende konnte Katharina Eisenblut die DSDS-Jury aber trotz allem Drama überzeugen und durfte sich gemeinsam mit 26 anderen Kandidaten über ein Ticket für den Auslandsrecall nach Mykonos freuen. Deutschland sucht den Superstar läuft immer samstags um 20:15 Uhr auf RTL und jederzeit bei